Wir wollen da lang. Und zwar möglichst schnell dahin. Damit wir endlich unsere neuen Sachen kaufen können. Das habe ich jetzt ja schon zweimal vergessen, was ziemlich peinlich ist. Aber gut, wir haben es auch so geschafft. Nanu, verzeiht mir, dass ich nicht offener mit euch reden kann. Doch in diesen schweren Zeiten muss man auf der Hut sein. Wenn ich nur einen Moment mit euch reden dürfte, ich glaube, dass euch meine Nachricht interessieren wird. Vielleicht können wir ja einander helfen. Erst muss ich wissen, mit wem ich spreche. Ich nehme nämlich nichts von einem Fremden an. Hat unser Papa gesagt. Ihr könnt mich Tamoko nennen. Ich will nicht eure Verbündete sein oder gar jemand, der mir Vertrauen schenkt. Das Schicksal verlangt jedoch, dass ich mich euch zur Verfügung stelle. Ich bin im Besitz wissenswerter Informationen und muss euch erneut fragen, ob ihr an einer Art Handel interessiert seid. Wünscht ihr zu hören, was ich zu sagen habe? Sagt, was ihr zu sagen habt und ich werde zuhören. Ich will alles genauer erklären, sobald ich die Zeit dazu habe. Bis dahin habe ich nur eins zu sagen. Derjenige, der die Krankheit von Herzog Eltern angeblich heilt, ist auch derjenige, der für sie verantwortlich ist. Ja, das wissen wir schon. Vermutlich habt ihr das bereits in einigen Anzeichen erkannt. Doch hat niemand das bisher gerade herausgesagt. Zweifelsohne wisst ihr mit Informationen umzugehen. Jupp. Wir haben ihn befreit. Euer ganzes Wesen verleiht euch eine besondere Handlungsfähigkeit. Grinds Vormundschaft konnte das nur noch betonen. Sprecht diesen Namen nicht aus. Ihr sollt die Erinnerung an die einzige Familie nicht beschmutzen, die ich je gehabt habe. Aber das war nicht die Familie, die euch kannte und immer noch kennt. Ich glaube, dass ihr ihre Macht spürt und euch immer noch dagegen auflehnt. Ah, wiedererkennt ihr, wie viel ich von euch weiß? Vielleicht mehr als ihr selbst. Drei Dinge verkörpern unglaubliche Kraft. Die Liebe zum Leben, die Angst vor dem Tod und die Familie. Eine Familie, die den Tod liebt, hätte in der Tat eine starke Macht über euch. Könnt ihr sie spüren? Könnt ihr ihn spüren? Er hasst euch, das wisst ihr ja. Ja, wahrscheinlich hasst er uns, weil wir uns gegen ihn auflehnen und gegen das, was er eigentlich mit uns vorhatte. Wer hasst mich so? Es macht keinen Sinn, weil wir wissen, wer uns hasst. Nämlich Baal. Und ein Rätsel ist es für uns auch nicht. Aber gut, nehmen wir das. Wer hasst mich so? Was habe ich getan, um solchen Hass zu verdienen? Was habt ihr getan? Ihr existiert und alles wird im Chaos enden. So ist es vorbestimmt, obwohl ich das gerne ändern würde. Ich muss jetzt gehen und ihr müsst zu Herzog Eltern. Bewahrt ihn vor seinen eigenen Heilern. Ich werde in der Nähe des Hauptquartiers der Flammenden Faust warten. Wir werden erneut miteinander sprechen und ich werde euch um etwas bitten. Also, du gibst uns Informationen über eine Sache, die wir schon längst erledigt haben, und dafür sollen wir dir auch noch helfen. Aber na gut. Das werden wir trotzdem machen, denn eigentlich war es wohl vorgesehen, dass wir zuerst sie treffen und dann erst zu Eltern gehen. So, jetzt aber schön Kaufi-Kaufi-Machi. Minsk hat doch bestimmt noch was zum Verkaufen. Ja, das Langschild kann weg. Und das war's dann auch schon. Wie viele Stäbe hast du noch? Ich zähle 4 Blitzstäbe. Davon können 2 weg. Oh, der kostet nur eine Goldmünze. Hat wohl nur noch eine Ladung oder so. Dann sollte er eh weg, sonst greifen wir im falschen Moment nach dem. Verkaufen, du hast nix. Na gut, dann kaufen wir dir mal. Ups, das war doch genau das Richtige. 1, 2, 3. Du machst nichts anderes mehr als Flammenstrehle zaubern. Und wir brauchen auch Stärketränke für unsere Krieger. Na, wo sind die Tränke? Explosionstrank, Feuerriesenstärke. Oh, Wolkenriese. Nee, das ist besser. Gucken, wie viel er davon hat. 3. Na gut. Feuerriese. Auch nur 3. Wie viel Steinriese? 20, ist auch okay. 1, 2, 3. Na gut, dann kriegt Minsk Stein, er Feuer und er Wolkenriesenstärke. Oh, wir könnten das Tagebuch verkaufen mit 250 Goldmünzen. Aber nee, das lassen wir mal lieber. Pfeile müssten wir noch genug haben, obwohl Immon kauft er mir ein paar Detonationspfeile, die sind immer schick.
Und ich wollte gerade sagen, kauf noch mal ein paar vom Zauberbruch, aber wir haben kein Gold mehr. Peinlich, peinlich. Wir haben so viel Gold ausgegeben. Okay, wir hatten nicht besonders viel vorher. Oh, der kann auch weg. Und einer von den Froststäben, die benutze ich eigentlich eh nie. So, jetzt zurück zu den Pfeilen. Die waren da. Das heißt, wir können uns jetzt noch zwei Pfeile leisten. Also zwei Fünfer-Stacks. Es darf keiner sterben. Wir könnten uns nicht mal eine Wiederbelebung jetzt leisten. Na gut, raus hier. Und wo ist die nächste Kanalisation? Obwohl, wir sollten jetzt kurz mal zur Festung der flammenden Faust gehen und gucken, was sie zu sagen hat. Weil nicht, dass wir gleich in die Kanalisation gehen, die Attentäter umbringen, dann zur flammenden Faust gehen und sie sagt, oh, ich habe da Informationen über Attentäter in der Kanalisation. Das wäre ein wenig sinnfrei. So, da müssen wir hin. Und hier. Die Haste läuft immer noch. Schön, schön. Oh. Ja, genau. Tomoko, sprich schnell mit uns oder Tamoko, bevor die Wachen uns einholen. Wie ich sehe, habt ihr mich gefunden, wie ich es erwartete. Ich weiß von Dingen, die gesagt werden müssen und die für uns beide von Wichtigkeit sind. Ich stelle nur eine Bedingung und der müsst ihr vorher zustimmen. Ich brauche ein Versprechen von euch und nichts weniger werde ich akzeptieren. Das ist aber komisch, dass ihr uns so sehr vertraut. Oder vielleicht sind unsere Versprechen irgendwie bindender als normale Versprechen, weil wir halt der Sohn eines Gottes sind. Wenn wir es denn wirklich sind. Ja, das Dritte wäre ein bisschen zu naiv, das haben wir hinter uns gelassen. Ihr habt mir viele interessante Dinge erzählt, aber ich vertraue euch dennoch nicht. Warum sollte ich ein Versprechen abgeben, wenn ich die Informationen noch nicht habe? Mein Versprechen wird euch nicht schaden, doch wenn ihr es ignoriert, entstehen euch vielleicht Nachteile. Meine Informationen können euch wirklich nur von Nutzen sein. Ihr gewinnt, wenn ihr sie vorher noch nicht kennt. Und ihr gewinnt auch, wenn sie euch bekannt waren. Das wage ich irgendwie zu bezweifeln. Deine letzte Information war auch nicht gerade sehr hilfreich. Ihr aber keine Bestätigung hattet. Darin besteht eure einzige Option. Stimmt ihr mir zu oder nicht? Na gut, ich biete euch mein Versprechen an und werde es nach besten Kräften einhalten. Ich danke euch. Dies ist meine Bitte, auch wenn sie euch seltsam vorkommen mag. Ich fordere euch auf, Saravok zu zerstören, den Mann hinter all euren Sorgen. Ihr müsst seine Pläne durchkreuzen und seine Absichten zunichte machen. Das hatten wir eigentlich auch so vor, ja? Ihr müsst ihm den Glauben daran nehmen, dass er seinen Weg weiter verfolgen kann. Das müsst ihr für mich tun. Und ihr müsst ihn auch am Leben lassen. Nein. Ich werde ihm dabei helfen, sein Leben als Mensch zu leben, nicht als Gott, für den er sich hält. Boah, das ist ein übles Versprechen. Er hat uns so viel angetan und er ist für so viel Schlechtes verantwortlich. Wie kann so etwas möglich sein? Er wollte mich zerstören und ich habe ihm lediglich auf die gleiche Weise geantwortet. Saravok will jeden zerstören, nicht nur euch. Ihr seid für ihn von besonderem Interesse, weil ihr gleicher Herkunft seid. Ihr seid daher ein möglicher Rivale, einer der wenigen, die seine persönliche Aufmerksamkeit wert sind. Vor allem aber seid ihr mit ihm verwandt. Wie ich sehe, sind das große Neuigkeiten für euch, obwohl ihr es euch vermutlich schon gedacht habt. Ist das ein Problem für euch? Das sollte es nicht. Monster sind uns oft ähnlicher, als uns lieb sind. Ihr seid Geschwister und die Pfade, die ihm offen sind, stehen auch euch offen. Obwohl er schon von Kindesbeinen an vorausgerannt ist. Gorion hat euch geleitet, nicht wahr? Saravok hatte niemanden. Er zieht seine Stärke aus dem Hass, aus dem Wunsch, sich über alle zu erheben, die er für unterlegen hält. Sein göttliches Blut sehnt sich nach Eroberung und deswegen muss er besiegt, aber nicht getötet werden. Er dient einem anderen, ohne es zu wissen. Wir wissen, wovon er redet. Oder sie redet. Das ist ein bisschen zu unehrenhaft.
Okay, tun wir mal wieder so, als wenn wir nicht wüssten, dass Baal derjenige ist, der die Fäden zieht und Saravok eigentlich nur das macht, was der Gott will. Göttliches Blut, er dient einem anderen. Wovon redet ihr? Das Kind wird dem Vater ähnlich. Auf jeden Fall ist das sein verzweifelter Wunsch. Das Blut hat Ansprüche, ruft euch an und verlangt euch Dinge ab. Der weise Alundo sagte, dass der Herr des Todes untergehen und sein Untergang seine sterblichen Nachkommen hervorbringen würde. Chaos und Sprenger auf ihren Wegen. Aber zu welchem Zweck? Habt ihr den Hunger gespürt und die Einflüsterung der Macht gehört? Saravok hält sie für wahr und betreibt deswegen einen sinnlosen Krieg. Ein so großes Massensterben, dass es alle Beschreibungen spottet. Er glaubt, es werde ihn erheben. Aber wohin? Vielleicht hat er recht, doch ich werde es nicht zulassen, ihn an diese Sache zu verlieren. Also sie ist einfach nur eifersüchtig einem Gott gegenüber, weil sie mit dem nicht mithalten kann. Ja, schön. Aber gut, er ist unser Bruder, er hat einen falschen Weg gewählt und er hat sehr, sehr viel Schlimmes getan. Wir sollten dennoch versuchen, ihm zu helfen. Denn wenn wir ihm nicht helfen können, kann uns am Ende vielleicht auch nicht geholfen werden. Wenn wir denn irgendwann mal auf den falschen Weg kommen, ohne es zu merken vielleicht. Also ja, dritte Antwort. Ich werde ihn aufzuhalten versuchen und dabei mein Möglichstes tun, sein Leben zu retten. Ich danke euch. Saravok kann gerettet werden. Das gilt auch für euch, wenn ihr eines Tages denselben fahrt. Habe ich gerade gesagt, ja. Vorläufig will ich von Geheimnissen sprechen, um euch zu helfen. Herzog Eltern kann gerettet werden. Doch Herzog Enta Silberschild wurde einfach umgebracht. Die Mörder sind unerkannt geblieben. Ich weiß jedoch, wer und wo sie sind. Ihr müsst euch in die Unterkeller begeben. Kehrt zurück, wenn ihr bereits dort wart. Dort werdet ihr auf Slice und Kristin treffen. Zwei unangenehme Gestalten, die Gefallen an der Gewalt finden, zu der Saravok sie anhält. Sie sind nichts mehr als Tiere in Menschengestalt, sogar neben der Gesellschaft, in der sie sich gerne aufhalten. Tötet sie, dann werdet ihr vieles über den Plan erfahren. Wenn ihr nicht wisst, wo die Unterkeller sind, geht zu den Abwasserkanälen. Dort werdet ihr einen Eingang finden. Also ja, sie sagt uns wieder Dinge, die wir schon längst wissen. Ich danke euch für eure Hilfe. Ich werde auf sie achten. Da ist noch jemand. Unter den Anführern des Eisenthrons befindet sich eine Frau. Ihr Einfluss vergiftet Saravoks Seele. Wenn sie aus dem Weg wäre, wäre er mit Sicherheit zugänglich für meine vernünftige Rettungsversuche. Sie heißt Kyssandra und sie verfügt über große Macht. Auch sie versucht, Saravok zu gefallen, obwohl sie mit seiner Selbstzerstörung zufrieden ist. Wenn sie nur aus der Tat ihren Nutzen zieht. Ich muss jetzt gehen. Er darf nicht wissen, dass ich euch geholfen habe. Noch eine Sache, die wir schon wussten. Kyssandra haben wir ja auch schon umgebracht. Diese Frau ist so sinnlos. Aber ja, sie ist ein Plot-Element und wir müssen vor die Wachen weglaufen. Da lang, da lang, da lang, da lang. Aber was ich gerade sagen wollte, wo geht's hier lang? Was ich gerade sagen wollte, sie ist halt eine Hilfe, wenn man nicht weiß, wo man lang gehen muss. Aber wenn man einigermaßen aufpasst, weiß man das ja. Aber gut, Wachen sind uns immer noch auf den Fersen. Chop, chop, schön weg hier. Ja. Bist du zufällig ein Junge mit einem Namen? Nein. Ihr wisst ja, wegen der Halskette und so. Auch wenn wir gerade von Wachen verfolgt werden. Da lang und wir wollen wieder zurück. So, einmal tief durchatmen, Haste sprechen und dann suchen wir den nächsten Kanalisationseingang und suchen den Unterkeller auf. Ich glaube, der Zugang war sogar hier im östlichen Bereich. So, wo ist hier eine Kanalisation? Da. So, einer der drei Gänge war das, wenn ich mich richtig erinnere. Gehen wir erstmal hier hin, dann ruhen wir uns aus und schauen, welcher es war. Gut, kein Respawn, keine Wachen, die Kanalisation nach uns durchstreifen. Das ist schon mal gut. Ausruhen. Na komm, stirb. Währenddessen können wir schon mal die Stäbe wieder zurückschieben. So, du kannst die schon mal reintun, aber nicht benutzen, bitte. Wo ist dein Bogen? Da ist dein Bogen. So. Jetzt aber schlafen. Na also. Oh, Lebenspunkte sehen okay aus. Zauber sind alle erholt. Dann speichern wir jetzt mal ab. LP 106.